So, wie irgendjemand zitiert mich oder so eine Scheiße, ne? Habe ich echt Bock drauf jetzt. Nee. Ja. Die Supersuchtis gegen YouTuber. Moin, moin, liebe Supersuchtis, hier ist der Fluppy. Außerdem mit dabei natürlich Mr. Angry Sniper. Zugewinn nach geschätzten 4 Monaten Auszeit jetzt. Ja, ungefähr. Ja, ungefähr der Mr. Deutscher. Und wir sind natürlich mit Tiny Chris und ein paar Gästen von Bullet Time LPs? Ein Bullet LPs. Bullet LPs. Bullet Time wäre lustig gewesen. Wir sind hauptsächlich also wirklich nur Let's Player. Wir hauen auch mal wieder eine Montage raus, also Montage raus. Rollenspiele machen wir auch. Wir haben jetzt Rollenspiele. Schön. Ja. Was habe ich denn hier? Oh, ich habe ein Rohr. Oh, schöne Ding. Ah ja, jetzt tue ich mit einer Geheimwaffe. Deine Geheimwaffe? Hast du sie eingeschleust? Ja. Echt der Wahnsinn. Oh, guck mal, Kuscheldecke ist da. Ach, süß. Nein, Kuscheldecke. Vielleicht kommt Peanuts auch gleich. Kennt ihr? Charlie Brown. Kennt ihr auch schon eure Nachjoiner, oder? Alter. Vater. Nö, aber ich finde den Namen lustig. Ja. Achso, bei mir. 0-0, ey. Oh Mann, ich leck hier durch die Kuba ist unser Lecker. Also. Also beim Rollenspiel, ja genau. Ja. Lecker. Ist euer Lecker. Ja. Ich komme über diese Rollenspielgeschichte nicht weg. So. Ja, ich merk schon. Ey, wie ich immer noch 0-0 habe, ey. Mein Gott. Ey, Tiny Chris ist echt unsichtbar. Das sind Leute, die ich anvisiert habe, ja? Ich war kurz davor zu schießen, du rotzt sie mir weg. Bäm, Dreckstück. Oder wie hieß der? Dreckschlampe? Speck? Schreck? Ach, Deppenschreck. Der Deppenschreck ist hier. Ja, yeah, der Wahnsinn. Ich hasse diese Non-Hardcore-Kacke. Was ist eigentlich aus Kuba geworden? Ah? Ich weiß nicht. Der ist der noch am Leben, der Präsident? Da gab's auch einen Machtwechsel, oder? Mhm, stimmt. Ja. Der ist hingefallen. Nase gebrochen. Ach stimmt, das Video ist so geil gewesen. Ja, wie es so geht und umkriegt. Voll auf die, wie Beyoncé da bei dem Konzert, hast du es auch gesehen? Ja. Wo sie Mann. Voll die Treppe. Aber das sah heftiger aus bei Beyoncé, da denkst du irgendwie, oh Gott, 2 Stockwerke. Ja, das war krass, ey. Hat sie gleich 2 Oktaven niedriger gesungen. Jetzt stirbt der Zielgebüsch. Ja. Wow, oh, lol, ich hab einen. Ja, ich hab jetzt. Ah. Lol. Gehörsturz. Schön. Ja. Ah, bei mir ist einer. In den Bredo! Nein! Ich werde schon wieder abgeschossen, wo ich gespawnt bin, ist doch. Ja, ja. Oh, pff. So, ich denke mal, wir switchen mal über den, in dem Video über zum Zungiebe-Commentary-Part. Jeder ist jetzt mal dran hier. Oh nein! Ja. Ach, Zungiebe übernimmt das Mikrofon und los geht's. Okay, ich halte es in der Hand, ist ungefähr ein Kilo schweres Mikrofon, ungefähr 3 Jahre alt. Und scheiße, unwitzig, was ich gerade mache, keine Ahnung. Ja, also ich bin Zweiter und ich habe jetzt schon 23 Punkte. Ich habe meinem Tattoo ja zeigen müssen, gerade meiner ganzen Familie. Schwester, schreib mal, du ja, auf zu spielen, ne? Bist scheiße. Und so weiter, kennt man ja. 0%! Und, ja, genau. Ist weniger als 1. Und was? Ja, genau. Ich habe ja gehört, dass PaySafe was ganz anderes als PayPal ist. Also wer das überliest, also der ist ja echt scheiße dämlich. Also mir ist es nicht passiert vorhin, vor 3 Minuten oder so. Nö. Battlefield 3 haben wir schon mal ein bisschen angesprochen jetzt gerade. Ist ja auch schon im Kommen. Sollte ja auch bald released werden, nachdem 3 Meter weniger Flughöhe geplant sind von der NASA mit ihren Raumschiffen. Mal nicht, dass sie da an die Decke stoßen von der Map und dann... Ist das scheiße, ja. Das ist echt doof, diese Limits, ja. Das ist echt. Ja. So, Mr. Deutscher, jetzt übernimmt er das mal hier ein bisschen. Wer ist schon dieser Bowser, hä? Wow! Moin Moin, meine lieben Supersuchtis, wir sind hier mit einigen Chaoten auf dieser Map und. Oh, was soll ich dazu sagen? Anscheinend sucht mich Mario heim und ich kann dieses Verlieren nicht aufhören, Mann! Es pisst mich einfach an. Nein. Und Mr. Zimbel ist am Start, Fluppy ist am Start und unsere 3 Herausforderer, wie heißen sie? Tiny Chris wieder mal 100-15, einfach unglaublich. Aber so ist das bei Menschen, die anhaben. Und ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, weil ich mich einfach nur aufrege. Vielleicht sollte Tiny Chris, anstatt zu kommentieren, einfach alle messern. Ich glaube, das ist schon kommend genug. Oh, jetzt kommt er mit der Spaß. In welchem Film ist denn das so bei Star Wars, ne? Wenn sie so die finale Bestie irgendwie loslassen. Weißt du, so ein überdimensionales Riesenvieh, was an so einer kleinen Kette angedingst ist. Wo man sich fragt, wie haben sie das Ding eigentlich unter Kontrolle gebracht? Und den lassen sie denn los und dann wundern sich, wenn alles kaputt geht. Das ist geil. Das ist Tiny Chris. Ich glaube, jetzt habe ich einen guten Lauf, ey. Jetzt habe ich mir die Schlacke rausgeschwitzt, jetzt geht's mir auch wieder gut. Jetzt geht's. Die ganze Unfähigkeit einfach rausgeschwitzt. Ich muss
muss töten. Ja, die Oma muss töten. Es geht los. Ja, wo ist er? Wo ist er? Ich habe meinen Finger als Sekundärwaffe. Hör auf mit der Pedo-Stimme. Er ist schon ein wenig schwitzig. Hast du deine Stimme schon eingehüllt? Wo sind sie, die kleinen Kinder? Oh, hey, komm. Zwei Knaben saßen auf einer Bank. Der eine roch, der andere stank. Da sagte der Roch zum Stank, ich gehe auf eine andere Bank. Genau. Ja, ja. Ich verstehe den nicht. Und er ist immer noch nicht lustig. Warte, der ist scheiße witzig. Nein, Mann. Doch. Ja. Oh. Wir sind übel bevölkert. Kein Haus, kein Holm. Alles sinnlos. Was? Also, 136. Zillengiebel. Zillengiebel ist ein wirklich lustiger Mann. So, okay. Ja, der Wahnsinn, ne? Ja, ist ja extrem gut gelaufen für einige, für andere nicht. Ey, bei uns haben alle positive Stats. Hör aber gut. So, Jungs, dann vielen Dank, ne, fürs Opferspielen. Ja, hey, Leute, wird das ja immer wieder gern. Ja, und dann können wir ja demnächst vielleicht nochmal, beziehungsweise wahrscheinlich eher nicht, weil jetzt irgendwie und so. Aber, ja, wer hat das letzte Wort? Die Oma natürlich.